Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium, wo wir aus der vierten Rede Jesu, aus dem Matthäusevangelium, seine Worte über die christliche Ehe hören. Jesus sagt uns dazu: Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ja, diese tiefe Verbundenheit miteinander schenkt Gott im Sakrament der Ehe, wenn das Brautpaar sich gegenseitig die Treue verspricht, in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod sie scheidet. Zu solch einer Treue der Hingabe ist der Mensch von sich aus allein nicht fähig. Deswegen braucht er Jesus, der im Augenblick dieses Versprechens selbst in die Mitte der Brautleute tritt und sie in der liebenden Hingabe stärkt. Eine liebe Bekannte erzählte mir einmal, sie habe es in ihrer Ehe eines Tages nicht mehr ausgehalten. So ging sie zu Jesus in die Kirche und schrie zu ihm: Jesus, ich habe bei dir in der Kirche geheiratet. Wenn meine Ehe jetzt scheitert, dann bist du schuld daran. Ja, es waren kindliche Worte. Und später erzählte sie mir, dass ich danach äußerlich zwar nicht viel geändert habe, doch innerlich hat sie ihre Einstellung zu den vielen täglichen Diensten geändert und somit auch ihre Haltung ihrem Mann gegenüber. Das wiederum bemerkte sofort ihr Mann, der sie ab diesem Augenblick wertschätzend behandelte. Ja, denken wir daran, 70% sprechen wir zueinander durch unsere Körperhaltung. Wir brauchen nicht viel zu sagen, doch unsere Körperhaltung verrät, ob wir den anderen mit all seinen Fehlern und Schwächen annehmen oder nicht. Und außerdem ist es viel besser, statt zu kritisieren, sich gegenseitig zu bestätigen in all dem Guten, was der andere ja auch hat. Hier halten wir Jesus, dem guten Hirten, immer wieder unsere Schwäche hin, unsere Unfähigkeit, unsere Ratlosigkeit. Dies zieht die Allmacht Gottes auf uns herab und verändert somit unsere Körpersprache, sodass wir immer wieder voller Freude sagen können: Im Namen Jesu segne ich dich, geliebtes Menschenkind. Jesus, wir geben dir heute all unsere Eheleute, die es nicht leicht haben. Stärke du sie in der ehelichen Treue zueinander und schenke ihnen ein glückliches Miteinander in der Ehe. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der gekommen ist als guter Hirt, mit barmherzigen Augen auf uns schaut und uns aufrichten, stärken und heilen will. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unser heiligen Schutzengel und Namenspatrone, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die gegen euch gedacht oder ausgesprochen worden sind oder die auch ihr vielleicht zu anderen gesagt habt. Jesus, bitte mach das Negative alles unschädlich. Und im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Bedrängnissen, Ängsten, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Musik.